Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Adventure Wii. Im letzten Part haben wir die erste Welt abgeschlossen mit dem Bosskampf gegen Wispywurz, wer hätte es gedacht. Und wir haben uns dann sogar auch noch kurz auf Margolas Schiff umgesehen und dort schon eine Schwert-Challenge gemacht, die ziemlich cool war, wie ich finde. Wir werden dann noch weitere zu anderen Fähigkeiten auch folgen. Aber erstmal soll es jetzt hier mit Welt 2 weitergehen, den Rosinenruinen. Sehr schwierig auszusprechen, fast ein Zungenbrecher, finde ich. Eine Wüstenwelt. Und, mal gucken, was uns hier erwarten wird. Erstmal die Peitschenfähigkeit. Yeah! Keine Ahnung, ob die hier neu war in Adventure Wii. Ich kenne sie ja schon aus späteren Kirby-Spielen. Ich kenne sie nicht aus früheren Kirby-Spielen, glaube ich. Frühere habe ich ja auch nicht so viele gespielt. der ist lustig, der Gegner. Aber vielleicht ist die hier auch neu. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, vor der Peitsche und ihrer langen Reichweite gibt es keinen Kommen. Nicht nur Gegner, auch Items kannst du zu dir heranziehen. Genau, haben wir auch gerade schon gesehen, dass ich Items sammeln kann. Genau. Ja, ich werde einfach ein bisschen ausprobieren. Aber es sind ziemlich viele sogar. Angel, was ist Angel? Hier. Halten und dann loslassen. Da kann ich mir einen Gegner wahrscheinlich greifen und den dann irgendwo hinschleudern. Genau, und dann kann ich irgendwo hinwerfen. Bam! zurück, nach vorne, nach oben, nach unten, wie auch immer. Aber nur geradeaus, oder? Okay, also ich muss da schon... Nein, aber es hat eine ziemlich hohe Reichweite. Ich stand ja jetzt schon deutlich unter dem Gegner. Aber es ging trotzdem. Bam! kann ich den sogar auch greifen? Nee, der ist zu fett. Okay, alles klar. So, ich habe schon gesehen übrigens, da unten kann man hin. Aha, ein Bonusraum. Genau, orangene Türen heißt immer Bonusraum. Und da habe ich auch immer einen Rückweg. Okay, Peitsche. Yay. Das war's aber schon. Kein Zahnrad hier. Na gut. One-Up nehme ich auch gerne mit, aber ich habe eh schon genügend. Also Game Over gehen werde ich hoffentlich nicht. Das wäre schon ein bisschen peinlich. Mal gucken. So, also beim Rennen habe ich noch das hier. Ich kann auch ein bisschen steuern sogar, die Peitsche. Glaube ich, oder? Ich kann sie zumindest nach unten machen. Nach oben. Auch, aber nicht so schräg nach oben, glaube ich. Okay. Aber so kann ich eben machen, genau. Ist aber auch ganz cool. Aufladen, stimmt. Ja, das ist halt die Angel, das habe ich ja schon gesehen, richtig. Das ist irgendwie gar nicht so viel, ne? Warte mal kurz, Moment. Habe ich nicht noch irgendwelche anderen Möglichkeiten? Oben eins kenne ich, unten eins, Sporten eins. Ah, unten dann oben eins, genau sowas. Das ist auch häufig, dass man unten und dann oben eins machen muss. Genau, die ist nämlich geil. Richtig, die habe ich gesucht, weil die kenne ich ja an sich schon. Die Fähigkeiten, auch den Move kannte ich schon. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, es gab doch irgendeine coole Attacke mit Peitsche. Und das war sie. Genau, das muss ich mir merken, dass man auch häufig mit Fähigkeiten sowas machen kann, dass man erst unten und dann oben drücken muss, in kurzer Abfolge, und dass man dann coole Angriffe machen kann. Genau. Das ist auch Feuer bei denen. Das war ja in ganz früheren Kirby-Spielen, glaube ich, anders, ne? Da war das eine extra Fähigkeit, die Dinger hier, weil das dann nur diese Feuerkugel war, die man nach vorne machen konnte, aber das ist mittlerweile in Feuer auch integriert. Ich glaube, so dürfte es sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. aber ich glaube schon. Egal. Wie? Genau, die ist echt mega cool. Und der Ball, die reitet. Tja, und wir töten ihn einfach. So, noch was zu futtern. Der Hintergrund ist übrigens auch sehr interessant. Ah, ich brauche übrigens Feuer hier, natürlich. Okay, dann werde ich doch mal kurz wechseln. Aber die... Also, jetzt zum Glück in diesem Fall respawnen die Gegner so schnell. Normalerweise ist es ziemlich nervig, dass die Gegner so schnell respawnen. aber hier ist es ganz gut. So, anzünden und dann beeilen. Und schnell in die Kanone rein. Genau. Aber das ist hier das erste Mal, dass es vorkommt. Das ist dementsprechend noch sehr, sehr einfach. Das wird später noch bestimmt ein bisschen knapper. So, und jetzt, genau, ich wollte schon sagen, jetzt war mal das hoffentlich erste Zahnrad. Ja, okay, sehr gut. Weil wir haben doch schon ein bisschen was von dem Level gesehen. Hätte auch sein können, dass wir schon eins verpasst haben. Aber haben wir nicht. Das finde ich gut. Hui. Da will ich hin, ja. So. Kann ich eigentlich so? So kann ich auch gleich mehrere Blöcke einsaugen. Hat sogar eine ziemlich hohe Reichweite hier, der Megasauger. Und Igel kriegen wir wieder. Nice. So. Bam. genau, schön die Spitzen überall raushauen. Ich bleib mal bei Igel. Beam haben wir schon recht häufig gesehen. Igel zwar auch schon, aber nicht so oft, glaube ich. Das Rad ist sogar hier ziemlich gut. Whee! Kann ich das beliebig lange machen? Nee. Hört wieder nach einer bestimmten Zeit auf. Kann ich auch springen? Nee, kann ich nicht. Okay, also es hat schon... Oh, umkehren kann ich. Es ist schon nicht so vielfältig wie...
wie das Rad an sich. Es gibt ja auch die Radfähigkeit eben extra. Ich weiß nicht, ob sie. Die gibt es dann wahrscheinlich hier nicht, wenn es extra deswegen. Denke ich mal. Weiß aber nicht sicher. Mit der kann man. Damit kann man ja auch springen mit der Radfähigkeit und so. Das geht hier nicht. Aber ist dennoch ganz cool. Yay! Nice! So, das war auch das zweite. Passt. Ich kann mich aber gar nicht daran erinnern, dass man mit der Igelfähigkeit, weil die kam in. Vielleicht mal wieder. Die kam in. In irgendeinem anderen neuen Kirby-Spiel von den vielen, die ich schon häufig erwähnt habe, kam doch Igel auch wieder vor. Bin ich mir recht sicher. War das sogar in Triple Deluxe auch? Ich kann mich da erinnern, dass ich da erst kürzlich, also das ist ja sogar auch schon ein bisschen her, das Let's Play zu Triple Deluxe, aber das ist das Neueste von den Neuen da bei mir. Ich glaube, das ist noch nicht so lange her, dass ich das häufiger gemacht habe bei Igel, dass ich da die Spitzen rausgeworfen habe. Aber ich kann mich da gar nicht erinnern in Triple Deluxe. Sorry. Ich kann mich da gar nicht erinnern daran, dass man da auch so eine Radfähigkeit quasi noch hatte. Also hat Kirby diesen Move verloren über die Zeit, weil ich kann mich da echt gar nicht dran erinnern. Aber vielleicht bin ich auch blöd. Schirm! Yay! Die mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Die Schirmfähigkeit, aber okay. Der Schirm schützt dich vor Gefahr von oben, segle seelenruhig an ihm umher, lasse Gegner Kunststückchen auf ihm vollführen. So, genau, ich kann schwingen, mich auch schützen, indem ich eins halte, die Richtung auch ändern, Zwirbelschirm habe ich, bla 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 bla, ja. Unter Wasser habe ich auch, genau, unter Wasser ist der Schirm ganz gut. Es gibt ja ein paar Fähigkeiten, die auch unter Wasser noch spezielle Moves haben, nicht allzu viele, und das ist immer ganz gut, wenn man da irgendwie eine hat und der Schirm kann sowas eben. Das war übrigens fast schon ein Self-Kill, würde ich mal anmerken. Aber ist noch alles gut. Aber ja, mit der Schirmfähigkeit ist man irgendwie so, bewegt man sich so komisch durch die Gegend. Also, ist zwar süß, aber bin ich kein so Fan davon. Ich behalte jetzt trotzdem mal, komm, ein bisschen will ich ihn wenigstens zeigen. Auch wenn jetzt ein Bosskampf kommt. Das wird schon. So, Honkers. Aber ihn kann ich dann auf jeden Fall gleich kopieren. Können wir dann eine coole Fähigkeit mitnehmen? Ah, komm. Yay! Nein, nicht Schirm. Geh weg. Okay. Yay, die Hammerfähigkeit! Eine der besten in den Kirby-Spielen. Schwinge den Hammer der Könige. Pulverisiere harte Hindernisse, ramme Pfähle in den Boden und lehre alle mit Feuerzorn das Fürchten. Genau. Die Fähigkeiten dürfte ich, glaube ich, alle kennen. Die sind so ziemlich immer gleich. Jo. Auch eine Fähigkeit, die unter Wasser wirkt. Ich kann ihn zuschlagen. Auch aufladen. Mehrmals zuschlagen. Hier so einen Feuerhammer machen, der macht ultra viel Schaden. Der ist auch für Bosse richtig cool. Allgemein, die Hammerfähigkeit, auch die normalen Angriffe von der Hammerfähigkeit machen auch enorm viel Schaden. Und ich kann eben besondere Blöcke zerstören, Flöcke einschlagen. Den Feuerangriff habe ich nebenbei auch noch. Also der Hammerangriff oder die Hammerfähigkeit hat auch einige andere Fähigkeiten quasi mit integriert, könnte man sagen. Eben auch Feuer. Oder halt auch, also die Steinfähigkeit kennen wir noch nicht, die wird bestimmt hier auch vorkommen. Hat sie quasi auch integriert, weil ich auch Flöcke einschlagen kann und so. Also Hammer ist wirklich super. Passt. Hi! So, das war Level 1 aus Welt 2. Oder Stage 1 aus Level 2. Aber ich find's doof, dass die Welten hier Level heißen. Für mich ist ein Level halt eine einzelne Stage eben und nicht eine gesamte Welt. Das heißt halt Welt für mich und nicht Level. Aber egal. Minispiel freigeschaltet. Die 15 Zauberzahnräder, die du gesammelt hast, haben die Tür zum Ninja-Scheibenschießen geöffnet. Okay, auch ein Minispiel. Die können wir uns auch mal später angucken dann. Ich weiß nicht, ob das jetzt vergleichbar ist mit den... Stage 2 übrigens. Vergleichbar ist mit den Minispielen, die es in anderen, auch in den neueren Kirby-Spielen gab, die man per Menü schon auswählen kann. Ob das da vergleichbar ist jetzt dann. Ob man da auch Highscores aufstellen kann und irgendwas sogar noch sammeln kann und ob das für 100% wichtig wird und so. Das sehen wir noch alles. So, ja, Hammer ist zwar cool, aber komm, neue Fähigkeit. Yay, die Wasserfähigkeit, kenne ich auch schon. Aber nicht aus älteren Kirby-Spielen, glaube ich. Also die könnte ja auch neu sein, ich habe keine Ahnung. Gleite wie ein Wasserzauberer auf funkelnden Wellen über Feuer und Glut hinweg. Im Wasser bist du jetzt viel stärker als sonst. So. Ja, das sind, glaube ich, alles Fähigkeiten, die ich schon hinbekomme. Unten halten und dann oben und eins. Regenbogenregen. Das sagt mir gar nichts irgendwie. Aber krieg ich schon hin.
Also ich kann eben vor allem hier so entlang surfen. Das ist ziemlich nice, weil ich da auch ultra schnell eben bin. Aber ich kann es nicht in der Luft machen. Nur am Boden, okay. Genau, ich surfe auch hier so entlang. Ich kann sogar damit schon Gegnern einfach Schaden machen, wenn ich einfach in sie reinsurfe. Oder macht das wirklich Schaden? Nee, es haut sie nur weg. Macht keinen Schaden. Okay, alles klar. Dann kann ich eben auch so eine Wasserfontäne über mir machen, die ich sogar, glaube ich, auch noch steuern kann. Oder vielleicht auch doch nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Nach unten kann ich auch Wasser machen. Ach komm. Und damit sogar so ein bisschen schweben irgendwie. Na halt, ich muss in der Luft machen. Ist auch total weird irgendwie. Der Move. Wenn ich am Boden unten eins drücke, mache ich sowas. Wenn ich unten auflade und dann oben eins. Okay, das ist das. Also es geht nicht sofort. Ich muss es wirklich kurz aufladen. Das ist sehr, sehr kompliziert. Aber es ist auch ein cooler Angriff, weil der dann wirklich eine riesen Reichweite hat. Genau, und unter Wasser bin ich auch stärker, weil ich jetzt eben größere Blubberblasen nach vorne schießen kann. Also, das würde sogar auch wieder ein bisschen abgeändert, oder? Ich kann mich nicht an alles erinnern. An diesen, da ist übrigens ein Secret, an diesen Regenbogen-Move kann ich mich nicht erinnern. Und an die Tatsache, dass ich unter Wasser stärker bin, kann ich mich nicht erinnern. Aus späteren Kirbys. Aber, also entweder ist es hier wirklich anders oder ich bin halt wie immer vergesslich. Das ist wahrscheinlicher, ehrlich gesagt. Ach komm. Komm her. Okay. Yay. So, dann gleich weiter. Ich hoffe, dass ich noch keinen Zahnrad verpasst habe. Schon so viele neue Fähigkeiten jetzt. Okay, ich habe gerade schon drüber gesprochen. Komm, Steinfähigkeit. Zerquetsche alles, was dir in den Weg kommt. Rutsche abhängig hinab, als gäbe es keinen Morgen. Verwandle dich in alles Mögliche. Genau, wir können uns halt hauptsächlich versteinern. Yay. Aber ein bisschen was anderes auch noch. Bam. Und wir, genau, können uns wieder in verschiedene Gebilde verwandeln. Hier eine Faust, ein Block, hier die drei tierischen Helfer aus Kirby's, das habe ich ja nicht gespielt, aus Kirby's Dreamland 2 oder 3, eins von beiden, bin ich mir nicht ganz sicher. Ein paar andere Sachen haben wir auch noch. Genau, oben, eins ist einfach nur so eine fette Faust, das ist ganz lustig. 8 Tonnen, das ist ziemlich viel. Während dem Rennen kann ich es auch noch machen. Oder war das jetzt so viel anders? Eigentlich nicht, oder? Warte mal. Nicht wirklich. Ich dachte, da wird noch eine andere Fähigkeit dann kommen. Halt. Oder war das in der Luft mit Rennen? Ne, warte mal, Moment. Unten eins in der Luft ist ist was anderes? Das ist normal. Okay, das ist stärker. Hat auch ein bisschen eine andere Animation. Okay. Na gut. Doch, Sporten 1 ist schon was anderes. Aber das sieht ja irgendwie genauso aus, oder? Ich meine, ich rutsche halt noch so ein bisschen entlang. Ist jetzt kein Riesenunterschied. Es ist aber ein bisschen Unterschied, ist es. Okay. Lass ich mal so durchgehen. Muss ich da schnell sein? Ja, muss ich. Puh, das war knapp. Sehr schön. Diese blöden Bomben sind echt total fies, weil die einem total oft dann den Weg noch doof versperren. Da muss man echt vorsichtig sein. Aber ich hätte es auch nochmal neu probieren können anscheinend. Also, wäre nicht so schlimm gewesen. Aber dennoch. Genau, vor allem bei Abhängen, da ist die Steinfähigkeit wunderbar. So, genau, jetzt unter Wasser wäre eine von den vielen anderen Fähigkeiten besser. Wasser, Hammer, Schirm, weil ich damit eben nochmal speziellere Attacken hätte. Weil jetzt können wir das normal eben sehen, dass ich halt nur so eine kleine Wasserattacke nach vorne habe. Mit der Wasserfähigkeit selber wurde halt das gerade viel, viel stärker und weitreichender, der Angriff. Und mit Schirm hätte ich halt immer noch einen Schirmangriff unter Wasser. Den Hammer könnte ich auch unter Wasser benutzen. Also da gibt es auf jeden Fall deutlich bessere. Ich wechsle mal gleich wieder. Ja. Großraum. Okay. Wahrscheinlich brauchen wir da auch Wasser. Ja, schon. Das kann man mit vielen anderen Fähigkeiten auch schaffen. Wenn ich halt irgendwie einen Fernangriff habe, mit dem ich da unten die Bombe treffen kann. Ich meine, das hat ziemlich lang gedauert. Ich könnte sogar das von hier aus aktivieren und einfach schnell sein. Das wird, glaube ich, sogar auch gehen. Also ja, der war ziemlich geschenkt. Gab ja auch kein Zahnrad. Aber, ne. Das kann man auf jeden Fall hinkriegen. Aber das ist auch anders. In späteren Kirby-Teilen konnte man die Fontäne noch steuern. Bin ich mir recht sicher. Also ein bisschen nach links oder rechts. Nicht nur geradeaus nach oben. Das kann man hier nicht. Okay. So. Aber ich bin auf der Suche nach dem... So viele Bonus bei mir. Nach dem nächsten Zahnrad. Da ist es vielleicht drin. Ich denke mal oben, die Verbindung oben zeigt, dass ich dann das Zahnrad freispiele.
Yay. Okay, darf man sich halt nicht verarschen lassen. Der untere Bombenblock ist halt näher rechts dran, deswegen könnte man denken, oh, den muss ich treffen. Aber da unten ist ja die Verbindung dann zu den Blöcken bei den Gegnern, also dann würde ich eben die befreien. Aber, nee. Ich habe mich ja richtig entschieden und ist dann alles. Okay. So, und da es hier wieder 4 Zahnräder gibt, liegt die Vermutung nahe, dass wir die letzten beiden auf einmal bekommen werden. Weil es hier eventuell wieder so eine Mega-Ultra-Fähigkeit gibt. Womit ich dann wieder so ein komisches Portal freispiele. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Musik ist auch ziemlich cool. Da komme ich nicht rein. Doch, komm ich. Aber ist da noch mehr? Da oben? Nee. Hm. Wurde einem einfach beigebracht, dass man halt solche Hebel da ziehen kann, um Türen aufzumachen. Wie die gucken. Oh. Und die da oben haben zu viel Scharfes gegessen. Heißes Feuer löschen. Und passiert dann irgendwas? Ich glaube nicht. Warte kurz. Nee. Okay, aber die haben wieder so Sterne an sich. Die blinken wieder. Das heißt, wir kriegen gleich so eine Ultrafähigkeit und ich kann die dann damit kaputt machen. Denke ich mal. Weil das war bei den anderen Ultrafähigkeiten auch so, dass da Objekte, die man zerstören konnte, solche Sterne bei sich hatten. Die so kurz geblinkt haben, wie jetzt hier. Aha. Aber Beam ist es, okay. Alles klar. Dann komm mal her. Spektralbeam! Ha ja! Ah, kann ich frei steuern. Okay, nice. ich muss mich aber ein bisschen beeilen. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn ich jetzt hier versuche, alle von diesen Statuen da zu zerstören. Weil ich muss ja bis ganz nach unten kommen damit. Und ich meine, ich kriege halt auch noch Sterne und so, ne? Ach, hör auf. Warte mal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Kann ich es gar nicht schaffen, den von selber wieder aufhören zu lassen? Kann ich gar nicht. Der hält einfach immer eine bestimmte Zeit lang an. Oder so. Okay, interessant. Kann ich 2 drücken? Ja, keine Ahnung. War das falsch, der Weg eigentlich? Ich dachte, ich müsste nach unten wieder zurück. Moment. Ging es oben weiter? Ah, da ist sogar wieder ein neuer, okay. Okay, oben geht's weiter. Okay, unten war einfach nur ein Stern. Ich dachte, jetzt unten wäre vielleicht das Portal. So. Okay, 2 kann ich drücken. Dann beende ich es wieder. Alles klar. Aber ja, wir haben gerade gesehen, ich habe sogar da einen neuen Gegner nochmal, den ich mir holen könnte. Also so ein großer Zeitdruck ist es jetzt doch gar nicht mal. So. Dann kann ich durchaus immer in Zukunft auch gründlich sein. Aha, da haben wir es. Aber ja, man hat doch sowieso genügend Zeit. Das ist eigentlich kein Problem. Ach komm, ja komm, den will ich jetzt auch noch kaputt machen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass da einfach einer von den Typen am Leben bleibt. Da oben wird es dann weitergehen. Ja, aber natürlich gehen wir gleich erstmal wieder ins Portal rein. So. Okay, wieder ein kurzer Abschnitt ohne Fähigkeit. Mit einer bösen Wand, die mich verfolgt. Und mit schwebendem Wasser. Ich sollte nicht mit Luft im Magen ins Wasser. Weil dann treibe ich da automatisch nach oben und ich habe weniger Kontrolle irgendwie. Also ich sollte da ganz normal reingehen. Das ist ein bisschen doof, dass die Wand immer zu mir aufholt. Quasi. Also auch wenn ich jetzt hier voll schnell bin am Anfang, sobald ich ein bisschen warte, wird sie wieder automatisch kommen. Also sie klebt quasi immer am linken Bildschirmrand. Das kann ich nicht verhindern, egal wie schnell ich bin. So, bam. Ja, sei schneller, Stern. Dass der im Wasser auch so langsam sein muss. Ich bin gierig. Ich weiß auch nicht, ob die Wand da ein Instant-Kill ist. Kann ich mir sogar vorstellen, tatsächlich. Ich will es erstmal nicht ausprobieren, solange es irgendwie geht. Ah komm, sei schneller. Aber irgendwann werde ich bestimmt eh noch da Schaden nehmen. Andererseits kann man hier in diesen Abschnitten ja wirklich schnell vorangehen, weil man kann ja hier nichts finden. Sterne halt. Aber Leben habe ich eh ziemlich viele. Und ich dürfte eben erstmal nicht Game Over gehen. Aber an sich kann man da ja nie etwas finden. Bei den Bosskämpfen jetzt halt dann, Peitsche, gibt es dann eben 2 Zahnräder. Aber beim
Jump'n'Run-Abschnitt selber ja nichts. Na, deswegen, ich müsste mich da eigentlich gar nicht beeilen. Oder, nee, falsch gesagt, sorry. Ich muss mich schon beeilen. Ich müsste eigentlich gar nicht erkunden. Das war's, was ich sagen wollte. So. So, schön den Angriff machen. Vor allem gegen fliegende Gegner ist natürlich nice. Ich bin da sogar auch kurz unverwundbar, wenn ich nach oben fliege. Das kann man daran erkennen, dass Kirby so weiß aufblinkt. Immer bei solchen Angriffen, wo Kirby weiß aufblinkt, ist er kurz unverwundbar. Und deswegen kann ich einfach in Gegner auch reinspringen mit dem Peitschenhieb da. Das ist ziemlich cool. Das ist ein Feuer, okay. So, und stopp. Yay! Nice! Hi! Cool. Dann haben wir auch hier alle. Und dieser Part hier war doch erfolgreich, würde ich sagen. So, also nur im ersten Part habe ich bisher was nachholen müssen. Sonst habe ich bisher immer alles gefunden. Yay! Und dann dürfte auch schon gleich das Ziel kommen. Genau. So. Ja, der war perfekt. Ich muss mich sogar nicht mal festhalten. Wunderbar. Hi. Yeah! So. Stimmt, das fällt mir auch gerade auf. Man kriegt, wenn man da die 1 bekommt, nur Sterne. In den späteren Kirby-Spielen hat man da auch noch dann eben Sticker oder halt irgendwas anderes bekommen, was auch immer es da noch als sammelbares Objekt gab. Und Heilung hat man, glaube ich, sogar auch noch bekommen. Also da gab es ein bisschen mehr auch noch als hier. Testraum geöffnet. Die 20 Zauberzahnräder, die du gesammelt hast, haben die Tür zu Testraum 1 geöffnet. Okay, ja, da waren sogar mehrere Fähigkeiten. Also ist das dann wirklich so ein Extra-Level oder wie? Mal gucken. Aber ich würde erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Kirby's Adventure Wii. Beim nächsten Mal wird es dann noch trotzdem erstmal, würde ich sagen, hier in Welt 2 weitergehen. Mit Level 3 und Level 4. Da ist dann der Boss. Gibt es wieder 4 Level? Ja, anscheinend schon. Und vielleicht dann, bevor wir zu Welt 3 aufbrechen, da können wir dann vielleicht noch ein paar weitere von diesen extra Challenges oder sowas da machen auf Mark oder Schiff. Mal gucken. Aber nächstes Mal, wie gesagt, erstmal hier weiter in Welt 2. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.